Also das Ziel meines Vaters war damals schon, die Energiekosten und Energieverbräuche in einem Industrieunternehmen zu senken und hat dann zu Hause auf der Tischtennisplatte, wir hatten leider keine andere Möglichkeit, in der Garage die erste Kompensationsanlage gebaut. Unsere Software und unsere Hardware entwickeln wir selber in unsere Entwicklungsabteilungen dafür. Wir haben aber das Ganze auch so ganzheitlich aufgestellt, dass wir über die Beratung dann beim Kunden, auch über die Fertigung bis hin zum Service das Ganze begleiten. Also unser Vorteil ist, dass wir nicht branchenspezifisch agieren, sondern dass unsere Produkte von der Bäckerei über die Großindustrie eingesetzt werden können. Jeder Industriebetrieb, der eine Steckdose hat, hat sicherlich Produkte von uns im Einsatz. Wir stellen umfangreiche Energiemanagementlösungen bereit, um die Energieeffizienz unserer Kunden zu steigern. Neben der Blindstromkompensation und Power Quality Lösungen zur Verbesserung der Netzqualität bieten wir Lastspitzenoptimierung und präzise Messtechnik mit einer eigenen Visualisierungssoftware. Das KWR-Gefühl ist eigentlich dieses familiäre Gefühl. Man ist nicht irgendeine Nummer wie in einem großen Konzern, sondern hier ist jeder Mitarbeiter gleich. Ich bin stolz darauf, hier mitzuarbeiten, da wir von einem, ja, kleinen Tüftler, der auf einer einfachen Tischtennisplatte angefangen hat, mittlerweile zu einem großen Unternehmen mit über 120 Mitarbeitern gewachsen sind. Gerade weil mein Bruder und ich auch Jungs sind, schaffen wir es, denke ich, auch viel Innovationsgeist hier reinzubringen. Also ich komme wirklich jeden Morgen gerne in die Arbeit. Ich gehe durch die Firma und sehe, dass wir Produkte herstellen, mit denen Unternehmen ihre Energiekosten senken können, dass wir was schaffen, was einfach nachhaltig ist, was für den Umweltschutz beiträgt. Wir entwickeln das betriebliche Energiemanagement ständig weiter. Und zwar mit dem Know-how und der Kreativität unseres gesamten Teams. Und wir freuen uns gemeinsam auf eine energieeffiziente Zukunft.